So, Amazon hat mal wieder was geliefert. Ich weiß nicht, was sie geliefert haben. Aber wartet noch ein paar Sekunden ab. Dann wissen wir es. Zack. Ich wollte mal ausprobieren, was so ein Maustastaturset kostet. Beziehungsweise, was dieses Rapo, wie es von der Qualität her ist, das X1800. Das hat insgesamt gekostet, sage und schreibe, 9 Euro mit Versand. Da habe ich mir, oh mein Gott, 9 Euro mit Versand ist natürlich, das ist natürlich eine üble Sache. Kann das von der Qualität her überhaupt was sein? Normalerweise, wenn du so eine Billigtastatur hast, das ist natürlich dann nichts, ne? So, die scheint besonders, sie ist ganz ohne Rand und ähnlichem, wie auch immer. Okay, ist natürlich kabellos. So, hier hätten wir diesen komischen Dongle-Dinger. Nicht schon. Steht einfach nur Rapo drauf. So. Mal gucken, wie die Tastatur. Also ich finde die jetzt von der Qualität her gar nicht so scheiße. Klar, es ist keine Gaming-Tastatur, aber so an so einem Zweit-PC, wie ich da habe, da kann man sowas schon mal benutzen. An meinem Erst-PC, da würde ich bei fürs Zocken würde ich die auch nicht nehmen, aber die ist von der Qualität her ist die jetzt gar nicht so scheiße. Wenn man Scheiße sagen darf. Sie ist okay, also. Was ich jetzt natürlich jetzt nicht verstehe, ist egal. So, hier hätten wir die Maus. Ja, ist keine Gaming-Maus. Ist aber von der Qualität her okay. On-off kann man sie separat on- und off schalten. Das ist schon mal ganz gut. Hat man hier die Batterien. Das hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn da auch Rapo drauf steht, aber nein. Zack. Aufmachen da. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil hier kommt eine Batterie rein. Ah, Hilfe. Aber wo kommt die Batterie rein? Hier muss doch auch eine Batterie reinkommen, oder bin ich bescheuert? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. So, jetzt bin ich verwirrt, meine Freunde. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Ich hätte jetzt gedacht, dass die vielleicht hier reinkommt. Man kriegt es doch gar nicht auf. Was soll denn das? Okay, jetzt brauche ich doch noch die Bedienungsanleitung, was ich nicht gedacht hätte. Das ist die falsche. Das ist ja jetzt mal echt peinlich. Aber hier gibt es auch, um ehrlich zu sein, keine Bedienungsanleitung drin. Nicht. Will ich mich verarschen oder Das gehört nicht dazu. So, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt müsste mir mal einer helfen, weil ich nicht weiß, wie das funktionieren soll. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass das Batteriefach irgendwie hier oben ist. Okay, wartet mal. Jetzt habe ich es. Hä? Das verstehe ich nicht. Wie ging's? Okay, ist ja auch egal. So, jetzt drücken wir es wieder rein. Das war's schon. Off. On. So. Ja, das ist es auch schon gewesen. So.
ganz easy, ganz einfach, bis auf die Sache mit dem, dass man das Batteriefach so schlecht findet, aber ist ja auch nicht so wild. Von der Qualität her, von 9 Euro kann man da nichts sagen. Da wird man sicherlich auch einige Zeit Spaß mit haben. Wenn man es so wie ich am zweiten Rechner benutzt, sowieso. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn, dann ciao.